Du hast Ellbogenschmerzen. Du hast richtig Ellbogenschmerzen in Ruhe. Das tut dir richtig weh. Und das ist der sogenannte Tennisarm in der Regel. Und der Tennisarm, der kann hier sein, von hier aus, auf dem Epicondylus. Und ich habe das mal hier eingezeichnet. Wir haben das jetzt mal links demonstriert. Also hier oben ist dann der Hauptbeschwerdepunkt. Und das sind Akupressurpunkte, die ich hier mal eingezeichnet habe. Also ein Tennisarm. Den kann man selber sehr gut behandeln im Frühstadium. Also wenn es jetzt entzündlich ist, wehtut, macht immer nasskalte Umschläge hier drum. Ja, so Kompressionsumschläge. Mehrmals abends, könnt ihr auch mit ins Bett gehen, findet da irgendwo ein Bett wieder. Aber macht es nasskalte Umschläge, kein Eis drauf und keine Wärme drauf. Nasskalt ist das Beste für entzündliches Gewebe. Und das jetzt hier. Das Ganze so ausstaffiert ist, dass man jetzt hier, wenn das hier wehtut, nicht ständig drauf geht und dann guckt, tut es noch weh, tut es noch weh. Das ist schon eine Marotte, dass man ständig da drauf rumreitet. Dann wird der Tennisarm, der wird sich nie beruhigen, weil man immer drauf rumgeht und rumreizt. Also nicht drauf rumzirkeln an dieser Stelle. Ich nehme das jetzt mal weg. Das war nur zur Demo, dass der Bereich hier ausstrahlt bis hier runter. Was man machen kann, wenn hier der Tennisarm ist, dann ist hier die Muskulatur, die Sehnen, dann geht man einfach mit den Fingern von hier aus so da drauf, lässt den Arm ganz locker und dann macht man einfach nur so eine Querfriktion. Man dehnt so quasi auf. Dann kann man auch höher gehen, immer so. Ne? Also anhaken, so mit zwei Fingern, dann gehst du so drauf. So. Dann kannst du so die Sehnen entlang runtergehen. Ne? Eins, zwei Mal. Das reicht auch. Hier unten darfst du viel mehr dehnen, ja, weil wenn hier oben was wehtut, hat das mit der ganzen Muskelsehnenstruktur zu tun, auch mit dem Ellbogen. Was jetzt auch sehr gut hilft, ich habe das hier mal eingezeichnet, das sind ganz spezielle Punkte. Das ist einmal dieser Punkt, der ist genau, da gehst du drauf mit dem Daumen und massierst den, ja, da massierst du den so. Ist ja die Akupunkturtechnik, ja, die Akupressurtechnik, 10, 20 Sekunden. Kannst du immer mal dran behandeln, mehrmals am Tag. Und hier oben ist noch ein Meisterpunkt. Ich nehme den mal jetzt weg. Da gehst du hier so drauf. So, in der Höhe ungefähr. Und die Punkte, die am meisten empfindlich sind, das sind auch die Punkte. Es ist bei dieser Technik, wenn man selber behandelt, nicht unbedingt wichtig, dass man hier um Millimeter genau arbeitet. Weil wenn ich jetzt den Daumen nehme, dann bin ich sowieso schon irgendwo drauf. Man spürt ja auch jetzt, wenn man das macht. Am besten zirkelst du rechts herum und dann merkst du richtig, das strahlt aus. Dann bist du auf der richtigen Seite. Das machst du mit dem Daumen. Und hier genauso gehst du hier drauf und zirkelst so. Das ist auch ein Meisterpunkt. Und der ist zwischen dem Zeigefinger und dem Ringfinger, wenn man hier so hergeht, ist hier so eine Rille. Und da, wo die aufhört, da, wo die miteinander verbunden ist, da ist der Punkt. Da gehst du drauf. So, richtig. Massieren und wenn der sofort wehtut, dann hast du genau getroffen. Das ist nicht ein Zeichen, oh, bei mir ist alles zu, auch da unten habe ich Probleme. Alle Punkte, die wir zeigen, die sind alle empfindlich, sensibel. Das hat was mit dem Hautleitwert und mit dem Hautwiderstand zu tun. Alle Akupressurpunkte oder Akupunkturpunkte sind sogenannte Schaltpunkte, regulative Punkte. Da kann man noch viel mehr erzählen oder wir machen mal ein großes. Eine große Einladung, wo ihr alle kommen könnt, meinetwegen in der Stadthalle mit 3.000, 4.000 Menschen, die werden wir auch voll kriegen. Da können wir ganz tolle Sachen machen. Aber jetzt zeige ich euch eine tolle Übung. Das ist die Besenstielübung. Jeder hat zu Hause einen Besenstiel. Ja, dann nimmt man den Besenstiel so. Das ist jetzt ein Gymnastikstab. Und dann wickelt man quasi so den Besenstiel. So dreht man den. So. Immer ein Wechsel. Ja. So, und dann ganz extrem. So, und dann geht man mit der anderen Hand wieder so. Und was dabei passiert, ist, dass diese gesamte Muskulatur gedehnt wird und hier hinten gekräftigt wird. Also, nochmal. Du wickelst so und so und so und dann machst du schön langsam, ein paar Mal. So und so. Das ist die super Übung, habe ich von einem Freund gelernt. Ich lerne ja auch noch dazu. Bin ich jetzt auch der alles kann. Der wird sich wundern und freuen, wenn ich das rüberbringe. Und er hat da total recht. Du hast eine Kräftigung und eine schöne Dehnung. Und damit machst du wirklich, wenn du sofort damit startest, alles richtig.
kalte Umschläge, die Punkte so aufwickeln, du kannst die Querfriktion machen, da bist du super unterwegs. Und dann gibt es noch eins, das gebe ich noch zum guten Schluss. Also wenn der hier oben die Beschwerden hat, in dem Bereich, dann geht man in die Diagonale hier unten. Das ist der M36, den kennt man, Magen 36. Also ich habe hier eingezeichnet, unterhalb der Kniescheibe, von da aus misst man, die ist ungefähr hier, wo der Punkt ist. Und da ist der M36, der Punkt der drei Dörfer. Dann gehst du mit 1, 2, 3 Finger von dir selber, so, gehst du so darüber und dann bist du da richtig. Und dann kannst du da so massieren. Volle Pulle. Das ist übrigens der Punkt der Punkte, M36, der Magenpunkt. Der hat verschiedene Geschichten, aber die richtige Geschichte scheint der Punkt der drei Dörfer zu sein. Das ist ein Meisterpunkt und den kennt man, Magen 36. Also, wenn ihr das nicht euch alle merken könnt, dann schaut euch das 2-3 Mal an und gebt Gas. Und nicht nur einmal, ihr müsst es regelmäßig machen. Dann braucht ihr vielleicht gar nicht zum Orthopäden. Du brauchst nirgendwo hin, du kannst dir selber helfen. Wenn es ganz zäh ist, dann gehst du zum Onkel Doktor, der kann dir helfen. Oder du gehst zu einem Physiotherapeuten. Die sind da super drauf geschult, flächendeckend in Deutschland. Also wir sind ganz gut unterwegs. Und dieses, was ich euch zeige, ist erstmal eine super Unterstützung, die du selber durchführen kannst. Mach es. Und du wirst erstaunt sein. Du kannst auch die Empfehlung weitergeben. Empfehl das mal, wenn jemand darunter leidet. Daumen hoch, abonniert uns, liked uns und tschüss.